ländliche Geschichte des ganzen Bundeslandes auf 50 Hektar komprimiert. Das gibt es seit mittlerweile 40 Jahren in Großgmain. Salzburger Freilichtmuseum heißt 100 spannende Gebäude, heißt einen Zug, eine Eisenbahn, mit der ich herumfahren kann, heißt eine wunderbare Gastronomie und heißt eingebettet in eine wunderbare Naturlandschaft im Untersberg gleich daneben. Zu entdecken gibt es dabei wirklich für jeden etwas, so zumindest die Beobachtung des Direktors. Ich merke nur, dass die Gäste, die herkommen, auf ganz unterschiedliche Dinge dann auch ansprechen. Die einen sagen, ich möchte unbedingt in die Traktorausstellung gehen. Ja, die sitzen am Traktor oben und haben eine große Freude dann damit, weil sie das kennen vielleicht oder weil man halt gern Traktor fährt. Andere sagen, das Liebste, was ich habe, ist auf einem Bankerl sitzen mit meiner Jause, die habe ich selber mit. Und die anderen sagen, nein, ich möchte ein Würstel und ein Bier im Gasthaus. Wer übrigens mit den Öffis zum Salzburger Freilichtmuseum anreist, der kommt günstiger hinein. Das Besondere im Salzburger Freilichtmuseum ist, dass es öffentlich erreichbar ist. Und das macht es wirklich einfach. Ich kann mein Klimaticket hierher fahren und noch dazu bekomme ich, wenn ich mit öffentlich anreise, hier auch eine Ermäßigung. Auch an der Kasse, man muss nur das Ticket vorweisen und dann am Abend, ja, kann man dann voll Inspiration dann wieder mit dem Bus zurückfahren. Es ist ein Ausflug, den ich alleine machen kann, mit Freunden, mit Familie. Also es gibt keinen Grund, ja, nicht ins Museum hierher zu kommen. Einen triftigen Grund gibt es auf alle Fälle im Rahmen des Museumswochenendes. Am 25. Mai gibt es kostenlosen Eintritt in das Salzburger Freilichtmuseum.